Meine erste Schallplatte, ja, das war eine Maxi und zwar Sugar Hill Gang, hießen die. Das ist natürlich schon ein paar Tage her. Und der Song hieß Rapper's Delight. Und das war auch, glaube ich, wochenlang die einzige Schallplatte, die ich dann hatte. Und habe den Song wahrscheinlich 30.000 Mal gehört ungefähr. Weil ich hatte dann erstmal eine Weile kein Geld, um eine zweite Schallplatte zu kaufen. Das hat sich dann aber irgendwann geändert. Und ja, ich habe alle Vinyls noch zu Hause und käme auch nie auf die Idee, die zu verkaufen, weil da hingen einfach so viele Erinnerungen auch an diese Zeit dran. Weil damals hat man sich ja noch wirklich getroffen, wenn einer eine neue Platte hatte und hat sich dann mit vielen Leuten irgendwie vor die Box gehängt und zusammen diese Platte gehört. Und das war eine schöne Zeit. Und dann, ja, irgendwann kam dann die CD und dann dürfte ich tatsächlich meine erste CD selber in der Hand halten, wo Musik drauf war, die ich geschrieben und produziert habe. Und das war natürlich dann der zweite absolute Mega-Hammer für mich, so emotional. Das sind so die beiden Sachen, die, glaube ich, unvergesslich sind.